Vergangenheit, vor Mauerfall, Zukunft, nach Mauerfall. Es ist ein großer Abenteuerspielplatz gewesen. War so ein Moment, wo man so merkt, dass man auf der Höhe der Zeit ist, dass man am Rad der Geschichte genau am richtigen Punkt angekommen ist. Immer noch ein bisschen Endzeitstimmung und gleichzeitig Aufbruchstimmung. Schon so ein Gefühl, uns gehört die Stadt. Irgendwann hat man einfach nur plötzlich festgestellt, ey krass, alles voller Touristen, alle wollen nach Berlin, alle wollen feiern. Hauptstadt ist auch etwas, wo wirtschaftliche Macht beheimatet ist. Follow the money. Nur darüber kann man verstehen, was damals in Berlin los war. Ich war überzeugt, dass hier ein neuer Boom entsteht. Der Wohnraum ist für Leute aus unserer Nachbarschaft nicht bezahlbar. Du musst es zeigen, dass du skrupelloser, härter als der Nächste bist. Macht wächst einem zu, aber Macht erstrebt man nicht, jedenfalls ich nicht. Ich habe mich wirklich damals ernsthaft gefragt, ob die irgendwie auf ein Kilo Koks gestoßen sind, als sie angefangen haben, diese größenwahnsinnigen Pläne zu entwickeln. Man wusste ja nicht, was die Zukunft bringen würde. Jeden Tag passierte etwas anderes. Also wir fanden das damals größenwahnsinnig. Ost-West, scheißegal. Berlin rangierte nicht sehr hoch im Ansehen. Das ist unsere Bar, unser Land und hier bleiben wir. Berlin war es einfach diese Freiheit. Endlich bin ich angekommen. Ihr seid scheiße, ihr seid wack, ihr seid Mist und wir sind geil.